Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Legion Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Willkommen zu Menschen in München, heute aus der Hypo Kunsthalle. Roger Diederin, Sie haben sich ein Thema ausgesucht, das da heißt Lust der Täuschung. Wie kommt man auf ein solches Thema? Also das Thema schleppe ich schon viele Jahre mit mich mit. Es geht natürlich als Kunsthistoriker, das Sehen ist ein zentrales Element, aber nicht nur für Kunsthistoriker, für jeden Menschen ist die Wahrnehmung natürlich was ganz Essentielles. Und darüber handelt eigentlich diese Ausstellung. Sehen, was sehen wir, was glauben wir zu sehen und wie sind wir konditioniert zu sehen. Also deswegen ist es dann auch nicht zufällig, dass wir mit diesem großen Augen hier anfangen. Wir laufen durch diesem Auge und in dieser Ausstellung haben wir eigentlich 4000 Jahre Kunstgeschichte zum Thema der Wahrnehmung aufgearbeitet. Und Sie haben also festgestellt, dass schon vor mehreren tausend Jahren die Künstler optisch täuschen wollten. Genau. Also dieser Bedarf ist offensichtlich immer da gewesen, die Umgebung zu rekreieren in bildlichen Mitteln und das immer so gut wie möglich versuchen zu realisieren. Und das ist tatsächlich über die Jahrhunderte immer fortgeschritten. Ich kenne so aus meiner Schulzeit, da war dieser Escher, der wird Ihnen auch was sagen. Genau, ne? Der hat zum ersten Mal mich fasziniert, weil er Treppen gemalt hat. Unmögliche Formen, die doch irgendwie stimmen, aber irgendwie auch gar nicht. Und das ist solche Bildreize, die hat es natürlich auch oft gegeben. Er hat da sehr besondere Formen kreiert. Und wir haben das hier aufgegriffen in verschiedenen Themenräumen. So hier sind wir in einem Raum, der mit der Wahrnehmung anfängt. Was sehen wir? Also hier hat man natürlich ganz klar das Gefühl, dass das eine flache Wand ist, nicht? Das genau. Aber ist es nicht. Es ist es nicht. Denn man kann hier mit dem Finger reingehen und dann merkt man, dass da eine echte Tiefe drin ist. Und es ist sogar umgekehrt. Also wenn man davor steht, denkt man irgendwann, es ist ein Lichtball, der im Raum schwebt. Und das ist eine Arbeit von James Turrell, wo es natürlich für uns darum geht, diese Wahrnehmungsillusion darzustellen, zu präsentieren. Wie verarbeitet das Gehirn die Information, die durch das Auge angeliefert wird? Und das Auge liefert viel mehr Information, als das Gehirn verarbeiten kann. Und genau, das Frustrierende ist, dass das Auge dem Gehirn teilweise Dinge als Informationen liefert, die gar nicht stimmen. Ganz genau. Und das Gehirn muss da irgendwie mit umgehen, auch allgemein. So haben wir auch. Lassen Sie uns gerade mal hier, wenn wir an diesen Köpfen stehen, was war die Idee dahinter? Ich meine, die sehen unheimlich realistisch aus, sind aber dann doch ein bisschen größer als der normale Kopf. Ja. Aber das ist ein Kunstwerk, das eigentlich aus diesen vier Elemente besteht: zwei Skulpturen, zwei Fotografien. Ja. Es ist jeweils ein Selbstporträt von Evan Penny, aber fiktiv, obwohl es natürlich extrem realistisch ist. Ja. Jede Narbe in der Haut, die Haaren pickeln, alles ist auf bis ins kleinste Detail nachgeahmt. Und diese Arbeit heißt Selbstporträt als jüngerer Ich. Aber so hat er nicht ausgeschaut. Und Selbstporträt als älterer Ich. Und er weiß natürlich nicht, wie er in 20 Jahren ausschaut. Das ist natürlich eine Reflexion. Also wie alt ist er? Er ist so mittendrin, keine Ahnung, in den 50 oder 60. Und aber hier geht es natürlich um diese Selbstwahrnehmung für ihn, auch eine Auseinandersetzung mit dem Tod. Aber durch diese extrem realistische Skulpturen zu schaffen, ist das eine auch natürlich Wahrnehmungsherausforderung. Du verstehst direkt, dass man
dass es nicht ein reeller Mensch ist, aber es sieht so echt aus, dass man denkt, wow, das ist unglaublich. Ja. Aber das ist natürlich, was ist das für Material? Da sind mit Silikonen gearbeitet. Ja. Und das ist natürlich, er kommt auch aus der Filmindustrie. Heutzutage ist es so realistisch möglich, das zu rekreieren. In den 80er Jahren gab es Künstler wie Dwayne Hansen, die Menschen sehr realistisch dargestellt haben, aber die kommen überhaupt nicht in der Nähe von dieser Ausführung. Und das ist natürlich dann wieder eine Steigerung des Machbaren. So, und das ist jetzt eine Herausforderung für unseren Kameramann, hier die Tiefe nochmal richtig rauszuarbeiten, denn das ist ja auch ein flaches Bild. Genau. Ne? Und hier ist diese Perspektive dargestellt, die wir mittlerweile verstanden haben. Ja. Wie funktioniert das? Es ist ein reines Linienspiel. Man will reingreifen, aber... Aber es ist eine zweidimensionale, es ist natürlich tief, weil auch die Seite mitgemalt ist, aber... Im Prinzip ist es ein zweidimensionales Objekt, das in der unglaublichen Tiefe eine dritte Dimension vortäuscht, aber nur anhand von Linienspiel und Farbunterschieden. Heller Blau, dunkles Blau, und das erzeugt für das Gehirn diese Tiefenwirkung. Wir haben im letzten Raum ein Fresko aus Pompeji. Mhm. Und da haben die Römer schon kapiert, eine diagonale Linie erzeugt diese Tiefe. Aber sie haben noch nicht kapiert, dass all diese Linien in einem Punkt verschwinden müssen, damit das optisch so wirkt, dass das wirklich sehr überzeugend ist. Also das hat dann auch hunderte Jahre gedauert, bis man kapiert hat in der Renaissance, diese Linien, die müssen in einem Fluchtpunkt verschwinden, damit sehr überzeugend diese Tiefe kreiert wird. Ich meine, hier ist sozusagen die Quintessenz, das i-Tüpfelchen, Virtual Reality. Nicht? Genau, das ist jetzt der letzte Stand der Technik. Es wird in der Ausstellung ein Kurzfilm gezeigt von einem Zug, der auf den Zuschauer zurast. 1895, eins der frühesten Filme, die es überhaupt gab. Damals sind die Leute erschreckt weggerannt vor diesem Film. Heute tangiert uns das gar nicht mehr. Wir sind abgestumpfter. Ne? Und jetzt kann man mit so einer Brille... hier in dieser Arbeit kann man in einem Fahrstuhl hochlaufen, hochfahren, 80 Stockwerke. Man sieht auf dem Bildschirm im Computer, dass so eine Welt virtuell rekreiert wird. Wenn man dann hochfährt, gehen die Türen auf des Fahrstuhls und man steht über einem Abgrund. Man muss über diese Planke, die hier physisch im Raum liegt, laufen. Aber viele Menschen trauen sich das gar nicht, weil sie Angst haben, abzustürzen. Obwohl man weiß, man steht hier auf sicherem Boden und es kann überhaupt nichts passieren. Über mir steht Just Do It. Ich hab das Gefühl, ich bin mindestens in Manhattan, genau, in New York. Ganz genau. Über mir fliegen Vögel. Genau. Heftigster Straßenverkehr. Und dann nehme ich die Brille ab und es ist gar nichts. Ja, aber Sie sind auch noch nicht hochgefahren. Also das ist deswegen wird das alles simuliert. Und das ist hier wirklich für viele Menschen absolutes erregende Erfahrung und trauen sich kaum zwei Schritte nach vorne zu machen. Also das ist diese neue Seherfahrung, die sind wir noch nicht gewohnt. Wenn man sich das überlegt, ja, man muss überhaupt nicht mehr in Urlaub fahren. Genau, man kann sich dann ganz genau ins Bett legen, aber es ist die Brille aufsetzen und dann... In anderen Bereichen, in der Medizin, es wird schon auf Abstand operiert. Ja. Das hab ich mal in Großhadern gesehen. Wenn die da Darmspiegelung machen oder so, das können die aus 3 Meter Entfernung mit einem Computer steuern. Ja.
Es ist wirklich, also da geht die Technik rasant, ja, rasant in Schritten. Und wahrscheinlich lachen wir in 50 Jahren über diese klobigen Brillen, wie wir heute nur schmunzeln, wenn wir so einen Schwarz-Weiß-Film sehen. Also das geht natürlich immer voran. Und ja, diese Bildthematik hier in einem Raum. In welchem Jahrhundert sind wir jetzt hier? Also vier verschiedene Jahrhunderte. Also 17. Jahrhundert im Barock sind natürlich die Kirchen mit Deckenmalereien ausgestattet, die den Himmel, den Blick zum Himmel öffnen. Das waren neue perspektivische Darstellungen, die natürlich versucht haben, etwas zu erzeugen, ein Glauben. Sehen ist Glauben. Ich glaube es erst, wenn ich es gesehen habe. In der Bibel natürlich die berühmte Passage, wo der Thomas erst glaubt, dass Christus wieder auferstanden ist, nachdem er die Finger in der Wunde gesteckt hat und dann erst geglaubt hat, ja, wirklich, Christus ist wieder auferstanden. Das ist natürlich ein zentrales Thema im Glauben, in der Kirche überhaupt. Also 1650? Eine Kopie nach Caravaggio. Und die Kirche hat mit vielen Bildmitteln natürlich immer versucht, diesen Glauben zu festigen, die Heiligen leben mit extremen Realismus, wie hier der abgehauene Kopf Johannes des Täufers aus Terrakotta hergestellt. So sollte der gläubige Mensch natürlich dieses Leiden mitempfinden. Und dann natürlich ein ganz zentrales Objekt ist dieser Stich oder diese Darstellung in diesem Stich, das wahre Ikon, das Vera-Ikon, das Schweißtuch der Veronika, hier in verschiedenen Gemälden gemalt geworden, hier in einem Stich, der aus einer Linie besteht, in der Nasenspitze anfängt und immer einen größeren Kreis bildet, und diese ganze Darstellung ist aus einer Linie gemacht und der muss ja einen Zirkel gehabt haben, oder? Ja, weil Leute waren sehr begabt, bestimmte Steche, weil es ist natürlich wirklich alles handmäßig gemacht. Aber hier geht es natürlich auch wieder so ein ganz zentrales Element in der christlichen Kultur. Wie hat Christus ausgeschaut? Wir wissen es alle nicht. Und die Überlieferung erzählt, dass die heilige Veronika am Kreuzweg Christus ein Schweißtuch gegeben hat, damit er sein Gesicht abwischen konnte. Und so ist dieses Gesicht übertragen auf diesem Tuch. Und darauf basiert dann die ganze westliche Kunstgeschichte sozusagen. Ein Mann mit langen Haaren und Bart, jeder, der hier aufgewachsen, sozialisiert ist, erkennt da einen Christuskopf drin, obwohl wir ihn alle nie gesehen haben. Vor allem, wenn er die Dornkrone ganz oben genau drauf hat, dann assoziiert man das. Das sind natürlich so Elemente, die dann in der christlichen Kunst aufgegriffen werden. Hier haben wir eine große Reproduktion eines Freskos in einem römischen Kloster. Wenn man von vorne drauf schaut, also hier ist keine Tür, hier ist keine richtige Tür. In Realität ist da eine wirkliche Tür. Aber wenn man hier auf dieser Darstellung schaut, sieht man einen See mit kleinen Schiffen, kleinen Häuschen. Aber wenn man dann hier an der Seite steht und drauf schaut, sieht man ein großer betender Heilige. Also es ist eine Darstellung, die man in zwei verschiedenen Fassungen wahrnehmen kann. Ja. Und in diesem Kloster in Rom, wo diese Wandmalerei geschaffen wurde, da wurden sich auch wissenschaftliche Forschungen getätigt, optische Experimente ausgeführt. Das ist natürlich alles ist ein Wahrnehmungsphänomen, ein Standpunkt, ein Gesichtspunkt. Was glaubt man? Wie glaubt man? Was haben Sie so für Reaktionen von den Besuchern, die hierher kommen? Menschen sind begeistert, weil natürlich das ist etwas, das im Alltag ständig herausgefordert, herausgekitzelt wird. Und hier mit diesen wunderbaren Objekten aus verschiedensten Jahrhunderten
wird immer deutlicher, dass das ein Phänomen ist, dass es uns tagtäglich beschäftigt. Man traut an seinen Augen gar nicht mehr, wenn man hier rausgekommen ist aus dieser Ausstellung. Genau. Denn das ist ja auch alles getürkt hier. Das ist ja auch gar nicht gesagt. Alles flach, aber hier, das ist dann ein absolutes Meisterwerk aus der Renaissance um 1500, italienisch. Da hat man dann tatsächlich erstmals verstanden, diese Linien, dieses Linienspiel hat einen bestimmten Fluchtpunkt und kann dann sehr überzeugend funktionieren. Wo steht die normalerweise? Im Bayerischen Nationalmuseum. Im Bayerischen Nationalmuseum. Und das ist einer der stolzen Besitzer dieser wunderbaren Sammlung. Und hier, das ist unglaublich, alles nur anhand von verschiedenen Holzarten eingelegt in dieser Truhe. Wie sind Sie eben vorgegangen, um all diese Teile hier zusammenzusammeln? Ja, das ist eine Arbeit von vielen Jahren. Schon, ne? Als ich über das Thema nachgedacht haben, da mal eine große Ausstellung zu realisieren. Immer wenn man unterwegs ist, auf Reisen in Museen, denkt, das könnte etwas sein für die Ausstellung. Und immer Objekte gesammelt. Und dann, wenn man dann damit anfängt, es konkret zu planen, macht man die Leihanfragen. Und schaut, also das man heißt, Sie haben immer parallel verschiedene Projekte laufen. Ja, genau. Wo man dann sammelt und irgendwann weiß man, daraus kann man eine Ausstellung machen. Genau, ja. Okay. Interessant ist auch natürlich in der Natur selber, ohne Menschenhand, die Mimesis, der Begriff dafür, dass die Natur auch dieses Täuschungselement nützt. Hier mit diesem schönen alten Plakat aus dem 19. Jahrhundert sieht man Insekten, die wie Blätter oder Äste ausschauen, wie man hier aus diesem Schaukasten hat, getrocknete, reelle Tiere, die auch dieses Täuschungselement benutzen, um zu überleben, um das Fortbestehen der Art zu sichern. So bedient sich auch die Natur von diesem Täuschungsphänomen. Ja, wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie das auch mit in die Ausstellung mit reinbringen? Aber hier sind wir in so einer Art Kunst- und Wunderkammer. Das gab es seit der Renaissance, wo die Welt, die damals bekannte Welt, gesammelt wurde mit Phänomenen, die man oft gar nicht verstanden hat. Ein berühmtes Beispiel ist natürlich der Einhorn, ein mythisches Wesen. Man hat einen langen Stoßzahn von einem Narwal, aber man hat nie kapiert, was ist das jetzt für ein Objekt. Und es hat über Jahrhunderte hat man am Einhorn geglaubt, obwohl kein Mensch das Tier jemals gesehen hatte. Mhm. Und in diesen Wunderkammern hat man Sachen gesammelt, die man vielleicht kapiert hat oder auch nicht. Und hier sieht man verschiedenste Möglichkeiten. Das ist ja auch ein interessanter Effekt, wenn man da Das ist eine Malerei, eine fast abstrakte Malerei. Hier ist nur ein grüner Rand mit einem Streifen. Wenn man dann in der direkt in der Spiegelung von oben schaut, sieht man eine Blume entstehen. Und das ist auch alles flach, ja? Alles flach, genau. Und wenn man weiter weggeht, hat man das Gefühl, es ist dreidimensional. Ja. Nicht schlecht. Oder ganz modern, diesen Schädel mit Falter, Motten, alles aus Papier hergestellt, von einer japanischen Künstlerin, speziell für diese Ausstellung gemacht. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Academy. Wenn man jetzt hier, da sagt man ja, huch, wer sitzt denn da? Da sitzt ein Künstler, ein Bildhauer mit seinem Modell. Und das appelliert an einer uralten Geschichte. Ein Künstler, ein wahrer Künstlermythos, der hier dargestellt ist, der klassische Bildhauer Pygmalion, der eine Skulptur realisiert hat, so
fantastisch, wahrheitsgetreu, dass er sich selbst in sie verliebt hat. Und fragt dann die Göttin Venus, dass diese Skulptur doch lebendig werden möge. Man sieht auch, die Beine sind noch weißen Marmor und langsam nach oben steigend bekommt diese Frau ihre Hautfarbe. Und das ist natürlich wieder so ein Mythos, wo dieser Wunsch des Künstlers, die Welt so realistisch wie möglich zu gestalten. Er sieht auch unheimlich realistisch ganz aus. Ganz genau. Also, und das ist auch ein Selbstporträt vom Künstler John DeAndrea. Hat natürlich auch was mit Licht zu tun. Ne? Das wird hier sehr gut angestrahlt und dadurch wirkt es noch mal echter. Ja. Und die andere berühmte Legende, die immer wieder angesprochen wird, ist des Malers Zeuxis, der hier im Hintergrund steht und noch hier im Vordergrund steht. Er hat selber dieses Gemälde gemacht mit Trauben, die so gut gemalt waren, dass die Vögel hinzugeflogen sind und versucht haben, die Trauben zu essen. Ganz stolz sagt er dann zu Parrhasios, sein Malerkollege, naja, was kannst du eigentlich malen? Wie gut bist du denn eigentlich? Mach doch mal den Vorhang weg vor deinem Gemälde. Und dann realisiert es, dass der Vorhang gemalt ist und er selbst getäuscht wurde. Und damit ist Parrhasios der Gewinner des Wettstreits. Und er ist ganz stolz, dass er nicht nur die Tiere täuschen kann, aber auch die Menschen täuschen kann. Und das sind Topoi in der Kunstgeschichte, wie wir da hier diesen gemalten Vorhang sehen, der weggezogen wird. Ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert von Geisbrecht, einer der berühmtesten Trompe-l'œil-Maler, Trompe-l'œil, das Auge vortauschen, wurde dieser französische Begriff, der jetzt dafür steht, um Gemälde zu benennen, die diesen Täuschungsaspekt haben, wie hier eine moderne Fassung, wo diese Taube. In welcher Logik haben Sie diese Ausstellung eigentlich aufgebaut? Ja, verschiedene Themen, wie gesagt, die Wahrnehmung, wie der Glauben des Sehens benutzt wird und hier diese uralten Künstlerlegenden hier mit die Trompe-l'œil-Thematik. Da möchte man wirklich eine Traube ganz sich genau rausziehen, aber alles auch das nur gemalt. Ist ein flaches Bild. Ja, ist schon toll. Okay, und jetzt? Und diese Trompe-l'œil-Malerei war gerade im 17. Jahrhundert in den Niederlanden ein ganz wichtiger Aspekt. Da sehen wir ein Gemälde von Cornelis Geisbrecht, ein ganz berühmter Maler, der damals zu Lebzeiten im Hof in Kopenhagen gearbeitet hat. Und dort gibt es immer noch fantastische Trompe-l'œil-Malereien, ganze Staffelei mit Gemälde, alles gemalt, man denkt. Auch die sehen unglaublich echt aus. Da möchte man wirklich die Trommel abheben und drauf spielen. Ja. Und vor allen Dingen links, wo der, was ist das, ein Truthahn, oder? Ja, ist ein Vogelart, aber der geht natürlich der Flügel über den Rahmen hinaus. Und dadurch, dass der Flügel über den Rahmen geht, wirkt es besonders echt. Ja. Ne? Ja. Oder die Rückseite des Gemäldes, wo dann auch so Bildwitze stattfindet. Ein polnischer Künstler, der Todesanzeigen fingiert hat von berühmten Menschen, die Namen allerdings ein bisschen verwirrt aufgeschrieben hat, aber trotzdem schafft das Gehirn, das irgendwie zu korrigieren und die Namen zu lesen, die man glaubt zu sehen. Sie sind ja eigentlich mit dieser Ausstellung sehr im Zeitgeist, weil ich sage mal, Fake News und solche Geschichten sind ja im Moment sehr wir stark in der Diskussion. Den Slogan Fake News, Fake Views. Fake Views, introduziert. Und es ist tatsächlich ein Phänomen, das es natürlich auch in dem Sinn immer gegeben hat. Diese Fake News-Diskussion gibt es so intensiv eigentlich seit der Wahl von Präsident Trump. Ja. Vor 2 Jahren ist noch relativ kurz. Aber wir haben da einen Zeitungsstapel in der Ecke, der so halb wie vergessen ausschaut. Es ist auch ein Kunstwerk. Aha.
das tut, als wäre das nur alte Zeitungen. Die Zeitungen sind auf diese Zeitungen sind allerdings auf säurefreiem Papier gedruckt, für die Ewigkeit gedacht. Die, man weiß immer gar nicht genau, existiert das jetzt oder nicht, aber doch, das ist dreidimensional. Ganz genau. Aber es ist tatsächlich ein Kunstwerk mit politischem Content. Das Foto ist gestellt. Und greift natürlich diese Fake News Debatte vor aus den 1990er Jahren. Und das ist natürlich etwas, was immer virulenter wird mit der enormen Fortschritt der technischen Manipulierbarkeit der Medien. Du kannst nicht mehr trauen, welche Filme du siehst, weil das kann ja alles gefotoshoppt sein und so weiter. Also das ist natürlich auch ein Reiz dafür, oder dass man sich wirklich informieren muss, was ist wirklich wahr oder nicht. Genau, jeder sucht sich so ein bisschen seine eigene Realität. Ganz genau. Und das haben auch die Maler hier eigentlich gemacht. Genau, ne? Die verschiedensten Materialien sind hier in Öl auf Leinwand dargestellt. Marmor, Holz, Bronze. Und da geht es natürlich um diesen Wettstreit der Künstler. Wie gut kann ich etwas darstellen? Wie überzeugend das Relief zu realisieren? Ja, ja. Bei jedem Bild hat man das, also bei dem Bild hat man ganz deutlich das Gefühl, dass es auch wieder dreidimensional ist, dass man diese ganzen Figuren eigentlich anfassen kann. Aber auch das ist alles eindimensional. Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie Ihr Landsmann hier, Van Gogh. Ist er das vielleicht auch? Ja, es sind Kopien von Van Gogh. Ja. Also wir haben hier einen Raum, der mit dem Thema Original, Kopie, Fälschung zu tun hat. Wie funktionieren diese Objekte? Was ist die Intention des Künstlers? Das sind ganz eindeutige Kopien links, perfekt auf Format, nach dem berühmten gelben Zimmer von Van Gogh im Van Gogh Museum in Amsterdam. Diese Kopie ist hergestellt vom Museum selber. Kann man sich kaufen. Die perfekte Kopie im Sinne, das Original wurde gescannt mit Lasertechnik und somit konnte genau die Pinselführung, die Pastosität der Malerei wiederholt werden. Dann kommt ein Farbdruck drüber, sehr technisch aufwendig, so etwas kostet ungefähr 25.000 Euro, kann man sich beim Van Gogh Museum bestellen oder man schickt ein Foto zu einem Malerdorf in China für 350 Euro haben wir das bestellt, das wurde uns dann per Post zugeschickt und so hat man eine Nur der Fußboden, nur der chinesische Fußboden sieht deutlich anders aus als der holländische, aber sonst ist es sehr nah dran. Ja. Aber das sind natürlich Kopien, hat es immer schon gegeben. Berühmt sind natürlich die Gipskopien, die jahrhundertelang in jeder Akademie auf der ganzen Welt die Kunststudenten unterrichtet haben, als Modelle gedient haben und damit natürlich auch die berühmte klassische Kunst, die Skulpturen. Hier eine Gipskopie nach dem berühmten barberinischen Faun in der Glyptothek in München. Das ist aus der Glyptothek, ja? Das ist eine Kopie aus dem Zentralinstitut, wo eine große Gipssammlung von berühmten antiken Skulpturen steht. Aha. Aber interessant an dieser Kopie ist, dass das rechte Bein fehlt. Wenn man heute in der Glyptothek geht, ist ein rechtes Bein anwesend, aber es wurde in der Renaissance, das Original wurde fragmentarisch entdeckt und über die Jahrhunderte hat es verschiedene Künstler gegeben, die es ergänzt haben. Bernini zum Beispiel hat diese Skulptur ergänzt und dann gab es wieder andere Ideen, nein, so muss er ausgeschaut haben und so ist es natürlich auch die Frage, was ist das Original? Was ist echt und was ist hinterher? Hier denkt man zum Beispiel ein Foto zu sehen, irgendwo in Bayern mit einem Trachtenzug, aber dann wird man ein bisschen stutzig, wenn man da Village Pharmacy liest, das würde in Bayern auf keine Häuserfront
Horizont so stehen. Und es ist tatsächlich ein amerikanisches Dorf östlich von Seattle, die sich ganz à la Bayern dargestellt haben. Da ist irgendwann die Holzindustrie den Bach runtergegangen. Irgendwie haben sie versucht, Touristen zu locken und haben sich ein bayerisches Image angelegt. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Disney World ist oder so. Die machen das ja auch. Ja, genau. Es gibt es natürlich in verschiedenen Orten. Oder Las Vegas, wo dann alles nachgebaut wurde. Da muss der Amerikaner gar nicht nach Europa, denn er hat ganz genau. Venedig und Paris hat er alles vor Ort. Ja. Oder eine Fälschung, das ist wirklich die andere Intention des Künstlers. Ein niederländischer Maler von Megeren hat in den 1930er Jahren Vermeer gemalt, fingiert. Und das war damals eine Sensation. Das Museum in Rotterdam hat für ein Vermögen zur damaligen Zeit ein neu entdecktes Gemälde von Vermeer gekauft. Mhm. Und dann ein paar Jahre später kommt dieses Werk auf den Markt. Und Göring wollte das unbedingt für seine Kunstsammlung kaufen. Und dann hat die niederländische Regierung gesagt, das ist nationales Kulturerbe. Und der Verkäufer wurde verhaftet. Und dann hat er gesagt, nein, so schlimm ist es gar nicht. Dann ist es kein nationales Kulturerbe. Ich habe es selber gemalt. Also mit diesem Werk ist er dann aufgeflogen. Und ich wollte genau dieses Beispiel nehmen, weil heute würde keiner mehr daran glauben, dass das ein Vermeer ist. Damals hat jeder es geglaubt. Und es ist natürlich auch wieder ein Wahrnehmungsthema. Was sieht man? Damals waren natürlich überwiegend Schwarz-Weiß-Fotografien für die Kunstgeschichte. Man hat nicht in einem Mausklick das ganze Oeuvre im Bildschirm gehabt. Und heute würde keiner das mehr glauben. Ja. Das sind visuelle Effekte da. Ne? Genau, es geht in Mockumentary, da wird eine Geschichte erzählt, die unmöglich ist. Und da wird natürlich auch schon auf dieses Fake News Thema kommentiert, auf sehr lustige Weise. Da versucht ein Wissenschaftler die Schwerkraft zu negieren und erzählt das ganz komisch. Aber erst denkt man, das ist ganz ernst gemeint und nur später. Mode kommt in Ihren Ausstellungen eigentlich auch regelmäßig vor. Nicht? Ja, also hier wollten wir das Thema des Alltags, die optische Illusion im Alltag, in der Mode, im Design aufgreifen. Denn viele Designer haben das auch benutzt. Moschino, alles auf dem Kleid aufgemalt, die Beine des Models oder der Faltenwurf. Hier ist eigentlich ein Muster des Kleids geworden. Mhm. Die berühmte Designerin Di Camerino oder Victor und Rolf, Jean-Paul Gaultier, oft sehr witzig, ironisch. Aber da geht es natürlich auch schnell über das Ideal des Aussehens, was wir hier Sie in dieser Ecke... Sie haben eine tolle Ausstellung von Gaultier, wenn ich da mal unterbrechen Danke. Darf. Das war Danke, auch genau. Wirklich super. Ja. Und hier, dieser Kamin im Fernseher. Ja, das ich erinnere mich als Kunstwerk. Als das rauskam, war das faszinierend. Da haben sich die Leute CDs gekauft, reingesteckt und sozusagen sich den Kamin in den Fernseher als geholt. Als Kunstwerk angefangen, auch als Gesellschaftskommentar von Jan Dibbitz, ein niederländischer Künstler, der das fürs deutsche Fernsehen gemacht hat, aber eigentlich damit aussagen wollte, früher ist man um den Kamin gesessen, hat sich etwas erzählt und heute sitzt man um den Fernseher rum. Ich habe Leute gehört, die sich da vorgesetzt haben und dann auch das Gefühl bekommen haben, dass es warm geworden ist. Ja, also es ist wie funktioniert das Gehirn auf solche visuelle Reize? Ja, und das die ist, haben sich dann die Jacken ausgezogen, obwohl es gar nicht so warm war. Schöne Tapisserien, ein Teppich, der ausschaut, als wäre verschlissen, aber das ist die Idee des Designers, um das so neu zu knüpfen. Also das ist quasi wie die verwaschenen Blue Jeans, die man sich ja heute kaufen kann. So kann man sich einen verwaschenen Teppich kaufen. Genau, aber warum der nicht? Ist minutiös geknüpft, um so diesen alten, verwesenen Look zu realisieren. Und hier gibt es verschiedene
Ja, was ist das hier? Also Porzellanobjekte und seit es die Keramik gibt, hat es dort auch natürlich im gesellschaftlichen Kreis um den Esstisch, um schöne Objekte zu haben, die auch diesen Täuschungscharakter haben. Gurken, die aus Keramik bestehen, dieser Eberkopf, wenn dort einen heißen Ragout serviert wurde, würde der Dampf aus den Nasenlöchern emporsteigen. Und in diesen Tassen war der Kaffee zu heiß. Ganz genau. Es sieht aus, als ob der Porzellan selber zerflossen ist. Und es sind natürlich schöne Anspielungen auf der Funktion dieser Objekte und auch mit der Materialität. Das Materialtäuschen hat es natürlich auch immer gegeben. Aus der römischen Zeit diesen Götterthron, wo das Tuch aus dem gleichen Stück Marmor gehauen ist wie der Stein, der natürlich früher bemalt gewesen, wurde in Prozessionen getragen, oder ein Klotopf mit Buchstapel, die Titel der Bücher. Was ist das hier? Ein Klo. Ein Klo, ach, hier kann man den Deckel abheben und dann, okay, das war vor der Wasserspülung. Ganz genau. Und die Titel des Buches auf Französisch, Die Sitten der Nationen. Sehr gut. Jetzt haben wir hier noch einen Raum. Jetzt kommen wir aber in das Altgriechische hier, oder? Ja, hier es gibt noch eine Virtual Reality Arbeit von Laurie Anderson, die ich sehr empfehlen kann. Ja. Und hier gibt es dann zum Schluss noch einen Raum zur Raumwahrnehmung. Es hat auch seit der Antike wir sehen doch das älteste Objekt in der Ausstellung, 2400 Jahre vor Christus, eine ägyptische Scheintür aus einer Grabkammer, wo natürlich schon in dieser Zeit die Menschen darüber nachgedacht, wie sieht das Jenseits aus, ja, wie komme ich dahin? Und das ist natürlich schon eine Virtual Reality im Gedankengut, was passiert nach dem Tod, aber auch die platonische Idee des Gemäldes. Das Gemälde ist ein Fenster auf der Welt und hier ist alles gemalt. Und lassen Sie uns noch einmal zu diesem Tunnel gehen, denn der ist, glaube ich, für uns auch noch mal sehr wichtig, weil man da eben wirklich die Illusion auch noch mal verdeutlichen kann. Wie verdeutlichen wir die am besten? Wenn der Kameramann erst reingeht oder sollen wir reingehen und er geht hinter uns? Wir können reingehen und er soll hier stehen bleiben, weil man denkt jetzt, wenn man so reinschaut, dieser Gang ist ungefähr 40 Meter lang und da steht am Schluss eine offene Tür. Wenn man dann allerdings reinwandert, merkt man ganz schnell, dass es sehr eng wird. Ja, und vor allem muss man sich bücken. Und man muss sich bücken und das sieht wahrscheinlich jetzt aus, als wären wir Riesen geworden. Ja, und da hinten, wie weit ist es da noch ungefähr? Es ist, die reelle Länge des Gangs ist 15 Meter. 15 Meter, ja. Aber man hat das Gefühl, verjüngert sich enorm und was ist denn jetzt eigentlich Ihre nächste Ausstellung? Da Sie ja nun tatsächlich immer so richtig gute Treffer landen, kann man ja neugierig sein, was jetzt als nächstes kommt. Ja, wir bereiten aktuell eine fantastische Samurai-Rüstungen-Ausstellung vor. Da ist dieses japanische Kunsthandwerk in jeder Gattung, Seide, Metall, Lack, Leder, wirklich zum absoluten Summum hochgeführt und eine unglaubliche Ästhetik, die dort entwickelt wurden von diesen Krieger. Und, holen Sie die dann aus Japan das her? Ist eine große Privatsammlung in den USA und die werden wir zeigen und das ist ein sehr schönes Projekt. Danach zeigen wir kanadische Impressionisten einen neuen Blickwinkel auf diese Kunstströmung zu geben. Den Fußball müssen wir auch noch mal kurz sehen. Ja, genau. Also hier, wenn man
schaut, denkt man, das ist alles Wölbungen im Fußboden, aber es ist tatsächlich ein flacher Boden, der nur durch dieses Linienspiel simuliert, also ob es da wirklich Tiefen und Höhen gibt. Also ja, auch nein, das man kann alles ganz gelassen ganz, hier drüber genau. laufen. Aber man hat das Gefühl, man wird seekrank, wenn man hier durchgeht. Ja. Roger Diederen, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass Sie sehr uns gerne. Durchgeführt haben. Und ja, wir freuen uns auf Ihre nächste Ausstellung. Ich freue mich auch drauf. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.